Was hätte ich tun sollen? Du warst fort und Javia hatte das Sagen. Nicht jeder von uns hatte deine Möglichkeiten. Du hast seinen Plan durchkreuzt. Er hat wegen uns Tausende von Sovereigns verloren. Was hätte er tun sollen? Nicht? Dann sehen wir doch mal, wer die Zügel in der Hand hält. Lesky, töte sie. Ich sehe eine Falle. Ich sehe eine Falle. Sagt schon. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Vielleicht könnte ich es ja mal versuchen. Was möchtet ihr? Schon gut, schon gut. Aber selbstverständlich. Bei den Bärten all meiner Ahnen,
Wie seid ihr? Wo kommt ihr her? Ihr habt ein Loch in meine Wand gemacht. Das wird mich ein Vermögen kosten. Ich fasse es nicht. Hoffentlich kommen nicht noch weitere Unruhestifter da rausgekrochen. Bald gehört die Stadt den Verbrechern und den Nax. Ganz sicher. Ihr schon wieder? Wollt ihr etwas kaufen oder eine andere Ecke meines Ladens in Schutt und Asche legen? Aus der Politik halte ich mich raus. Ein Schmied sollte nicht bei denen auffallen, die die Gewerbescheine ausstellen. Lord Harrowmont ist ein aufrechter Mann. Mein Vater hat schon Geschäfte mit ihm gemacht und er hat immer pünktlich bezahlt. Aber die Edukins haben uns gut gedient. Wenn die Ahnen sie auf dem Thron haben möchten, kann ich dagegen nichts einwenden. Ja, schon seit 100 Generationen. Mein Vater ist berühmt. Er hat eine Schenkeldecke erfunden, die bereits in den Kyras eingearbeitet ist. Aber eurer Miene nach zu urteilen, seid ihr selbst kein Schmied. In der Tat, sogar die Beste seid Carradin selbst. Aber sie gab alles auf, um alten Träumen hinterherzujagen. Sie hat keine 6 Monate als Adlige ausgehalten. Da brach sie in die tiefen Wege auf, um alte Geheimnisse zu ergründen. Jetzt liegt sie tot in den Tunneln und ihre ganze Kunst ist dahin. Der beste Schmied aller Zeiten. Er hat uns das Geheimnis der Herstellung von Golems gegeben, die gehen, sprechen und unsere Grenzen verteidigen konnten. Dank ihnen musste sich kein Zwerg der dunklen Brut selbst entgegenstellen. Es war ein goldenes Zeitalter für die Schmiedekaste. Sein Werk ging vor Jahrhunderten verloren, als sein Teig der dunklen Brut zum Opfer fiel. Es ist nicht einmal bekannt, wo er ist. Sie hat keine 6 Monate als Adlige ausgehalten. Da brach sie in die tiefen Wege auf, um alte Geheimnisse... Jetzt liegt sie tot in den Tunneln. Und ihre ganze Kunst... Und viel Geld braucht ihr ebenfalls nicht. Wir tauschen nämlich auch. Graue Wächter begrüßen Anarchie in Orsama. Unterstützt Lord Harrowmont in seinem Kampf mit Schaden und Bergwehren. Seid euch gewahr, dass die Grauen Wächter und Lord Velen Verbündete sind. Habt keine Angst, ihre Feinde.
Nun, ihr habt euch wirklich selbst übertroffen. Die ganze Stadt redet davon, dass endlich mal jemand in der Stadt des Staubs aufgeräumt und die Kater wie Genlocks beseitigt hat. Für Gewissensbisse ist es ein wenig zu spät. Ihr habt der Stadt einen großen Dienst erwiesen. Sobald ich den Thron übernehme, werde ich euch die benötigten Truppen schicken. Das kann ich leider nicht sagen. Viele der Shias begrüßen zwar, dass ich die Bedrohung durch Javier beendet habe, aber Harrimond hat noch immer zahlreiche Anhänger. Wir brauchen etwas Dramatisches, um die Waage eindeutig ausschlagen zu lassen. Was wisst ihr von dem Paragon Branka? Sie ist der einzige Paragon seit 4 Generationen und hat ihren Pflichten den Rücken gekehrt. Ein Paragon ist wie ein Ahne, der in unserer Zeit geboren wird. Wenn sie zurückkäme, würde ihre Stimme die ganze Versammlung aufwiegen. Mit ihrer Unterstützung könnte jeder unangefochten den Thron besteigen. Ich hatte gehofft, dass ihr das sagt. Bisher haben meine Männer Brankas Spur bis zu Caradons Kreuzung verfolgt, die seit 4 Jahrhunderten in der Hand der Dunklen Brut ist. Dort endet sie. Mit euren Wächterkenntnissen könntet ihr vielleicht finden, was meine Männer übersehen haben. Seid bedankt. Sucht sie bei Caradons Kreuzung. Ich werde versuchen, die Wahl bis zu eurer Rückkehr aufzuschieben. Aber selbstverständlich. Der Wächter hat sich Velen angeschlossen. Das dürfen wir nicht zulassen. Angriff! Langsam! Lord Harrimond erzürnt über die Einmischung der Grauen Wächter. Eingeweihten zufolge soll keiner seine Pläne durchkreuzen, außer was bei Aktuelle Nachrichten. Plant Lord Balen die Auflösung der alten Clans? Er verweigert dazu vor der Versammlung jeden Kommentar. Wisst ihr, Alistair, in Antiva hat der königliche Bastard eine lange Tradition. Was ihr nicht sagt. Aber ja, sie haben Kriege geführt, um den Thron zu besteigen.
Einige wurden sogar tatsächlich König. Die derzeitige königliche Linie in Antiva wurde mehrmals durch das Blut von Bastarden aufgefrischt. Ihr steckt ja heute wieder voller unnützer Informationen. Aber wenn ein königlicher Bastard öffentlich seinen Status einfordert, nimmt er oftmals ein schlimmes Ende. Lasst mich raten. Sie werden ermordet? Nur wenn sie sehr beliebt sind. Und die Unbeliebten? Naja, die kommen schon irgendwie durch. Einer hat sogar richtig viel Geld verdient, weil er dem König so ähnlich sah. Er hat sich prostituiert und ein Vermögen dafür verlangt. Ihr konntet ihn euch wohl nicht leisten. Dieser Zynismus wird euch weit bringen, mein Freund. Haltet daran fest. Wisst ihr, Alistair, in Antiva hat der königliche Bastard eine lange Tradition. Was ihr nicht sagt. Aber ja, sie haben Kriege geführt, um den Thron zu besteigen. Einige wurden sogar tatsächlich König. Die derzeitige königliche Linie in Antiva wurde mehrmals durch das Blut von Bastarden aufgefrischt. Ihr steckt ja heute wieder voller unnützer Informationen. Aber wenn ein königlicher Bastard öffentlich seinen Status einfordert, nimmt er oftmals ein schlimmes Ende. Lasst mich raten. Sie werden ermordet? Nur wenn sie sehr beliebt sind. Und die Unbeliebten? Naja, die kommen schon irgendwie durch. Einer hat sogar richtig viel Geld verdient, weil er dem König so ähnlich sah. Er hat sich prostituiert und ein Vermögen dafür verlangt. Ihr konntet ihn euch wohl nicht leisten. Dieser Zynismus wird euch weit bringen, mein Freund. Haltet daran fest.